Moin Leute, herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem Kanal. Heute gibt's einen Stifte-Unboxing. Oh! Ja. Und zwar geht's jetzt mal mit der Spitze los. Dazu brauche ich mal kurz eine Schere. Ich weiß, das ist mal was anderes, dass ich keine Lego-Videos oder so mache. Aber ich zeichne meiner Freizeit gerne. Und dadurch, ja, gibt es halt was, so, ich sag jetzt mal, ich sag jetzt mal was Cooles für mich. Das war die falsche Seite. Zack. Naja. Irgendwie. Ich mache das auf und gleich geht's dann weiter. Okay, das war jetzt die, ja, ich sag jetzt mal, erste Box. Oder das ist die erste Box. Ich habe nicht vergessen, dass es halt, ja, weitergeht. Und zwar, das sind auch doppelte Stifte. Das heißt, hier ist lang und hier ist ein bisschen anders. Boah, ich rieche gerade. Mir wurde erzählt, dass die Alkoholinhalt haben. Und das riecht man wirklich. Dass da wirklich so ein Hauch an Alkohol ist. Aber wirklich nur so ein Mini-Hauch, ne? Ja, egal. Mir ist es wichtig, dass die alle sortiert sind. Deswegen drehe ich die gerade alle richtig rum. Hier sind verschiedene Farben, wie Peak Green, Teal Blue, Verona Blue, Aqua Mint, Cool Shadow. Drückt einfach Pause, dann geht's weiter mit dem zweiten. Dann kommt jetzt, ich mach das mal kurz zur Seite, hier die zweite Box. Ich mach die dann jetzt wieder auf und dann schalte ich euch wieder ein. Okay, ich habe jetzt das auch wieder gemacht und hier alles sortiert, dass ihr das nicht sehen müsst. Und jetzt ist ein Beispiel, wieso ich das so cool finde. Und zwar kann ich jetzt das zack, dann kann ich das so rauf zusammendrücken und dann ist das hier ein, ich sage jetzt mal großes, zack und ja, geil, ne? Okay. Ich lege das jetzt wieder zur Seite. Dann würde ich sagen, es geht mit den hier weiter. Den hier. Ich packe das dann jetzt wieder aus und dann schalte ich euch wieder ein. Bis gleich. Da bin ich wieder. Also, ich habe jetzt das wieder ausgepackt und jetzt, ja, auch wieder sortiert. Hier ist Orange Flames, Carrot Orange, Merida Gold, Deep Saffron, Golden Yellow, halt verschiedene Farben wieder, ne? So, hier ist eigentlich theoretisch wieder dasselbe, nur mit anderen Farben. Das ist immer noch das Coole. Man kann das jetzt theoretisch hier hinpacken und dahin und dann einfach noch eins so hoch stapeln. Und dann könnte man theoretisch auch, glaube ich, welche so stapeln. Naja, seht ihr dann nachher, wenn ich alles fertig habe. Das packe ich dann wieder zur Seite. Ach, und ich muss noch kurz sagen, dass das hier alles keine Produktplatzierung hat. Keine. Nicht das, ja. Ich zeichne einfach nur gern und hab dann einfach hier welche bekommen. Okay, dann wieder bis Fleisch. Pack das dann jetzt wieder aus. Okay, der nächste Karton ist jetzt auch fertig. Und zwar, ja, ist der halt jetzt mit den Farben. Ceres, Rose Red, Flower Coral Red, Cosmos, Rose Pink. Ja, dann würde ich sagen, kommt das jetzt. Oh, wartet. Plip, 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 plip. Hier drauf. Zack. Aber ich möchte jetzt mal kurz was ausprobieren und zwar was sehr Wichtiges. Hier kann man das jetzt auch so schräg draufpacken. Okay, schräg passt es anscheinend nicht. Das heißt, man kann es nicht schräg machen. Das heißt, wenn man sich eine ungerade Zahl holt,
kann man das nicht so aufbauen. Ich teste das hier alles für euch, ne? Muss ja auch sicher sein. Es gibt übrigens auch noch viele verschiedene Arten. Es gibt noch welche, die keinen Alkoholinhalt haben. Ja, die Firma ist übrigens DecoTime, falls ihr euch auch welche holen wollt. Ich werde die gleich mit den Blöcken testen, die ich auch noch habe. Und dadurch, ja, packe ich das jetzt wieder aus und bus gleich. Okay, ich habe das jetzt wieder aufgebaut. Dieses okay hat sich ein bisschen falsch angehört, aber nö, ist alles richtig abgelaufen. Es tut halt weh, weil die Packung ist halt irgendwie ein bisschen sehr komisch verpackt. Und dadurch seht ihr, wie das hier entstanden ist. Naja, möchte ich nicht mit meinem Nörgel aufhalten. Das heißt, hier sind die Farben. Ihr müsst da kurz Pause drücken, dass ihr sie euch durchlesen könnt. Okay. Und ja. Wie immer. Hier. Aber diesmal packe ich die oben drauf. Hier. Weil die möchte ich jetzt halt hier drauf haben. Das hat halt auch was Cooles, finde ich. Man kann die halt immer wieder so ändern. Wenn man alle hat, aber das wird, denke ich mal, ein bisschen lange brauchen oder ein bisschen halt ein bisschen viel Geld kosten, kann man die so nach den Nummern sortieren. Hier ist ja 111. Vorhin bei dem einen hier 7, 8. Zack. Und sieht man, ein kleiner Größenunterschied ist da. Dann stelle ich meine Kamera mal wieder hin. Zack. Wird auch so langsam ein bisschen schwer. Aber naja. Okay, dann das letzte. Da. Mein Block ist umgekippt. Okay. Also hier. Das ist das letzte, was ich habe an Stiften. Tja, hier sind nochmal alle Farben. Ja. Dann bis gleich. Okay, dann habe ich jetzt wieder das alles wieder immer hier aufgemacht und auch wieder hier sortiert nach den Farben. Halt nicht sortiert nach den Farben, sondern halt wie das. Wie erkläre ich das jetzt am besten? Die waren ja, sind immer so irgendwie sind irgendwie immer so umgedreht und dann habe ich jetzt wieder alle so hingepackt. Okay, dann stelle ich das wieder auf meinen großen Turm, sage ich jetzt mal. Ihr müsst aber wissen, seitlich haben die wirklich kein Ding hier. Das heißt, die sind alle, die seitlichen sind hier nicht wirklich fest. Zack. Oh. Muss man natürlich auch zack machen. Das hier sind dann alle Stifte, die ich mir geholt habe. Ich würde schon sagen, es sind ein, zwei Stück. Jeden sind 12. 12 mal 7. Ja. Sind halt schon ein paar, ne? Ein paar, die gut aufgepasst haben, haben gesehen, dass ich mir hier zwei Blöcke geholt habe. Noch dazu. Und ja. Das sind dieselben Blöcke. Das müsst ihr wissen. Das sind gibt keine Unterschiede. Hier, das sind dieselben Blöcke. Ups. Das sind die absolut dieselben Blöcke. Nur, dass halt die Blöcke. Warte. Ich muss das mal kurz hinstellen. Zack. Ich nehme jetzt einen Block. So. Macht den auf. Ihr seht da jetzt schon, hier sind halt andere Farben. Und zwar gibt es von der Firma nämlich verschiedene Stifte. Das hier ist für Aquamarkers und das hier ist für Alkoholmarkers. Und ich habe, wer jetzt gedacht, habe ich ja schon gesagt, Alkoholmarker. Und dadurch nehme ich den Tapfenlöwen. So. Dann muss ich jetzt kurz Pause drücken und muss es umbauen, dass ich was zeichnen kann und ihr das sehen könnt. Bis gleich. Okay, ich habe jetzt ganz provisorisch hier ein kleines Kamerastativ aufgebaut, wo
Naja, eigentlich habe ich nur die leeren Kartons von den ganzen Stiften benutzt. Naja. Für irgendwas müssen die ja gut sein. Und zwar ist der Plan, ich zeichne jetzt mal kurz was und gebe euch dann Feedback. So. Zuerst mal, was zeichne ich? Ich zeichne wie immer einfach mal ein Gesicht. So, das ist theoretisch, ja, mache ich das sehr gern. Bitte nicht drüber lachen, wenn es nicht sehr gut gezeichnet ist. Außerdem mal zeichne ich mit rechts und rechts ist das Stativ. Sehr alkoholisch. Hier. Also die gehen wie Filzstifte sehr weit auseinander. Ich zeichne gerade nicht so gut wegen den Boxen, muss ich ein bisschen schräg zeichnen. Zack. Zack. Okay, das war jetzt das. Ja. Schon. Also, das ist schwer, die Dinger zuzumachen. Habt ihr das Knacken gehört? Das war. Ich hab's nicht kaputt gemacht. Das muss so. So, dann nehme ich jetzt die Farbe. Die Schwarz fehlt mir hier halt. Da müsst ihr irgendeinen anderen Stift nehmen, weil Schwarz gibt's hier irgendwie nicht. Normalerweise zeichne ich wirklich besser. Okay, den Stift lasse ich jetzt mal hier. Denn ich brauche den gleich noch nach meinem Plan. So, dann. Da das kein Schwarz gibt, muss man halt irgendwie einen anderen Schwarz nehmen. Bis hin zu auch einfach, ja, improvisieren, wie ich jetzt zum Beispiel. Ich improvisiere jetzt. Sehr doll. Zack. So, jetzt knackt's. Ah, oh, scheiße, ich habe auf den Tisch gemalt. Naja. Sehr kacke. Ich muss kurz Pause drücken, ich muss den Tisch reinigen. Nach einem tragischen Unfall, anders gesagt, Tischbemalung, geht's dann mit dem Video weiter. Also es ist sehr gewöhnungsbedürftig, mit den Stiften zu zeichnen. Das merke ich wirklich. Aber ich denke, wenn man es kann, anders gesagt, einfach ein bisschen übt und dran bleibt, dann kann es schon echt cool werden mit den Stiften. Das ist jetzt ein provisorisches Auge. Sehr provisorisch. Normalerweise zeichne ich wirklich besser. Wirklich, wirklich, wirklich. Das müsst ihr mal glauben. Aber daher, dass die Zeichnung noch nicht fertig ist, male ich mal weiter. Wartet. Jetzt wird es vielleicht für die ein oder anderen ein bisschen langweilig. Weil ich einfach jetzt male. Aber naja. Ich male jetzt das noch kurz zu Ende. Also nicht das Bild, weil es dauert noch vielleicht eine halbe bis Stunde. Ich kann ja das so auf YouTube hochladen. Das fertige Bild, wenn ihr wollt. Naja, ich male das jetzt noch kurz zu Ende. Zack. Dann kommt jetzt auch mein Fazit. Fazit zu den Stiften ist, die Verpackung ist ein bisschen schwer aufzumachen. Das Gefühl in der Hand ist recht bis ist gut, aber man muss das einfach sagen, das ist echt schwer, das ist sehr schwer, die Stifte zuzumachen,
wirklich fast einfach sehr, sehr schwer. Dadurch habe ich meinen Tisch voll gekritzelt und meine Hand auch. An den Geruch gewöhnt man sich. Riecht hier jetzt halt sehr nach Alkohol. Anders gesagt nach diesen Stiften. Wie gesagt, es ist gewöhnungsbedürftig, mit denen zu zeichnen. Aber sonst, der Preis geht für 12 Stifte, wurden 4 Euro bezahlt. Also 4 Euro für 12 Stifte. Die Blöcke haben 1,80 gekostet, ein Block. Ja, kurzer Überblick jetzt, wie mein Schreibtisch aussieht. Wenn man ein YouTube-Video dreht, denke ich mal, ist das ganz okay. Naja. Damit sage ich dann auch mal tschüss. Ach, nicht vergessen zu abonnieren, zu liken, Glocke zu aktivieren, dann macht ihr mich glücklich. Tschüss.